Wie stellt man das Schrecken, das einst im Konzentrationslager geherrscht hat, bildlich dar? Und wie stellt man dieses Schrecken dar, wenn man es nicht selbst erlebt hat? Der oberösterreichische Künstler Herbert Friedl hat sich diese Aufgabe angenommen. Er hat seit seines Lebens sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt, aus zweiter Hand, wie er selber sagt. Denn er wurde erst 1943 geboren und ist somit kein Zeitzeuge. Und dennoch hat er im Kampf gegen das Vergessen sich der Kunst des Konzentrationslagers gewidmet und diese Thematik auch künstlerisch aufgearbeitet. Dieses Bild hier stammt aus der künstlerischen Reihe aus dem Zyklus mit dem Namen »Auch Dinge haben ihre Tränen«. Wir sehen hier in der Mitte des Bildes eine Häftlingsuniform und all die Bilder dieses Zykluses sind so aufgebaut, dass man nicht Menschen, sondern Dinge als Hauptperspektive hat. Dinge sind deswegen wichtig, weil man das Schrecken so gut rüberbringen kann. Herbert Friedl spricht in diesem Zusammenhang auch vom Stillleben des Schreckens. Die Häftlingsuniform hier in der Mitte ist blau-weiß gestreift. Wir haben hier seitlich den Winkel angebracht in Rot, der darauf hindeutet, dass es sich um einen politischen Häftling gehandelt hat. Unterhalb des Winkels befindet sich die Häftlingsnummer angebracht, die mit der Zahl 9 startet. Und diese Häftlingsuniform ist dieses Blau-Weiß ist durchzogen von Braun, das für den Dreck der Uniform steht, und durch Rot, das das Blut symbolisieren soll. Und obwohl diese Häftlingsuniform nicht von einem Menschen getragen wird, hat sie eine sehr menschliche Form. Es wirkt, als würde ein Mensch in ihr stecken. Und diese Form gibt die Ahnung, dass der darin steckende Körper die Arme oben fest zusammengebunden hat, an denen er dann auch aufgehängt wurde. Wir sehen diesen Zustand der Häftlingskleidung auch an diesem zerrissenen Ärmel auf der linken Seite. Also obwohl hier keine dramatischen Szenen geschildert werden, macht es Herbert Friedl möglich, diese Dramatik trotzdem spürbar rüberzubringen. Dieses Stillleben des Schreckens, wie er es selber nennt, spiegelt sich dann auch sehr gut in dem Titel dieses Bildes wider. Der Titel lautet, der schrecklichste Traum ist nicht so arg wie die Realität. Und dieser Titel wurde aus Viktor Frankls Trotzdem Ja zum Leben sagen entnommen. Die Art und Weise, das Schrecken des Konzentrationslagers aus zweiter Hand so darzustellen, wurde im Jahr 1987, ein Jahr nach der Veröffentlichung dieses Bildes, folgendermaßen kommentiert. Es wurde gesagt, dass Herbert Friedl es verstanden habe, dass so ein Schrecken nur mit Dingen darzustellen sei, beziehungsweise auch, dass er so den Opfern die Wahrheit gebe, die ihnen zustünde. Mein Name ist Silke und ich bin Vermittlerin an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen.